Die Musikmesse Frankfurt und MuseTalk TV präsentieren den offiziellen Videocast von der Musikmesse 2010. MuseTalk vom Tascam Messestand und ich stehe hier mit Dirk Born. Hallo. Hallo, willkommen auf unserem Tascam Messestand auf der Musikmesse 2010. Ihr habt ganz viele neue Rekorder, sehe ich hier. Es sind insgesamt 3 neue Geräte. Was sind das für welche? Unsere Entwickler waren im letzten Jahr ganz fleißig und haben unsere ganze Reihe von Produkt- oder Partner-Rekordern noch weiter erweitert. Ein bisschen mehr ins Design gehend, den neuen DR08. Ein schönes, schlankes Gehäuse, verstellbare Mikrofone, damit man sie auch richtig ausrichten kann. Batterie oder Akku? Batterie und kann bis zu 96 kHz aufnehmen, also auch ordentliche Tonqualität. Kann man auch manuell aussteuern? Manuelle Aussteuerung, automatische Aussteuerung, Pre-Record-Funktionen drin, also was man eigentlich so an den als Standard heutzutage kennt, alles drin. Preis und wann kommt der raus? Der wird so in der Preiskategorie um die 199 € liegen und ist innerhalb der nächsten 2 Wochen ist er im Laden. Dann gibt es hier im Prinzip ist es ein Vierspur-Rekorder, ne? Der ist ein bisschen größer. Ja, also nicht wirklich Vierspur, weil Vierspur würde man ja erwarten, bei uns zumindest aus unserer Pater Studio Historie raus, dass man die dann einzeln nacheinander aufnehmen kann. Das geht bei ihm nicht. Er nimmt 2 Stereodateien auf. Das hat den riesen Vorteil, denken wir einfach mal an die klassische Live-Situation. Man nimmt entweder direkt das Signal aus dem Mischpult auf, dann fehlt aber meistens irgendwas aus dem Raum, das Publikum fehlt. Das nimmt man einfach in einer zweiten Stereospur auf. Oder andere Anwendung, man steuert mal ein bisschen heiß aus und auf einmal geht es doch richtig ab und jemand haut richtig in die Tasten oder in die Saiten und die Aufnahme ist übersteuert. Hier kannst du eine parallele Aufnahme nochmal machen, die 6 bis 12 dB unter dem normalen Pegel liegt und da hast du dann genug Headroom, dass du dann doch entspannt sagen kannst, okay, ich habe alles im Kasten. Also quasi so eine Sicherheitskopiefunktion ist eingebaut mit niedrigerem Pegel. Was für eine Karte braucht man da, was für ein Speichermedium braucht man da, dass dann auch eben diese 4 Spuren gleichzeitig aufnehmen kann? Er arbeitet ganz normal mit SD oder STHC-Karten, wie man sie ja überall bekommt mittlerweile. Während der Kleine, um nochmal kurz auf ihn zurückzuspringen, er verwendet die Micro-SD-Karten, die man ja auch im Telefon schon recht häufig hat. Da war halt leider nicht mehr Platz drin für eine größere Karte. Und wie lange nehmen die ungefähr auf mit einer Batterieladung? Das liegt so im Bereich um die 4 Stunden, je nachdem, ob Licht an ist, ob du Phantomspeisung irgendwo mal brauchst für ein Elektretkondensatormikrofon oder sowas. Also für Elektretmikrofone, richtige Phantomspeisung ist nicht drin, ne? Also 48 Volt? Nee, eine richtige 48 Volt Phantomspeisung haben wir in den Geräten nicht drin, das hast du dann in unserem DR100, diesem großen Flaggschiff aus dieser Serie. Hat denn der große, es gibt auch noch ein großes Gerät, DR680, ein 8-Spur-Rekorder, auch ganz neu. Kann der Phantomspeisung? Der macht echte Phantomspeisung, sowohl über die XLR-Kombi-Buchsen als auch über die Stereo-Klinken-Buchsen, die drin sind. Du kannst also wirklich bis zu 6 Mikrofone, Kondensatormikrofone, direkt mit dem Gerät gleichzeitig aufnehmen, auch wieder auf einer SD-Karte und wahlweise als einzelne Mono-Wave-Dateien oder auch als Mehrkanal-Wave-Datei. Also kleines Surround-Setup mit einem schönen Surround-Mikrofonangel oder sowas, bist du damit auch ideal unterwegs. Dann haben wir eben, glaube ich, noch den Preis vom DR2D, von dem vierspurigen Gerät noch nicht genannt und den vom 6-Spur-Rekorder auch noch nicht. Ja, der DR2D wird so in der Größenordnung 399 € liegen. Beim DR680 muss ich ehrlich gesagt momentan noch passen, aber ich glaube so in dem Bereich um die 1400 € wollen wir da sein. Und der wird auch erst später im Jahr dann rauskommen? Genau, der wird noch so 1-2 Monate ungefähr dauern. Und dann habe ich auch noch gesehen, was auch noch spannend ist, das US800, ein Mehrkanal-Audio-Interface. Genau, also wir haben ja schon lange Erfahrung mit unseren kleinen USB-Audio-Interfaces, dieser US122 Mark II-Serie, US144-Serie. Dann hatten wir die ganze Zeit oben drüber ein 16-Kanal-Audio-Interface im Rack-Format. Und da gab es jetzt doch viel Nachfrage, dass die Leute gesagt haben, das eine ist mir zu klein, das andere ist mir zu groß, macht mal was in der Mitte. Und das haben wir jetzt mit dem US800 gemacht. Es hat insgesamt 8 Kanäle, 6 Analogeingänge plus Digitaleingang und kann, wenn es extern versorgt wird, per Netzteil, hat das für alle 6 Kanäle Phantomspeisung auch drin. Wenn es über USB Bus powered, also eine rein mobile Lösung verwendet wird, geht das leider nicht, weil USB hat dann doch nicht genug Leistung oder genug Strom für 6 Mikrofone. Aber
da kannst du es dann immer noch für dynamische Mikrofone verwenden. USB 2.0 noch, ne? Also USB 3.0 ist wahrscheinlich noch ein bisschen in der Ferne. Macht derzeit noch keinen Sinn, obwohl wir auch da bei 192 kHz aufnehmen können. Selbst da brauchst du USB 3.0 momentan noch nicht. Okay, vielen Dank, Dirk Born vom Tescam Messestand Musotalk. Ich bedanke mich bei euch nochmal. Ja.